Aber Leute, ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Wir sind wieder auf quivergames.net, Leute. Und zwar, Leute, heute ist wieder mit dabei der liebe Knoxastisch. Hey, du. Hi. Und Leute, wir werden heute auf jeden Fall das Lager bauen. Ihr seht das auch bestimmt schon auf diesen GS, Leute. Wir haben schon hier so Eingänge gemacht, sage ich mal dazu. Also schon vorgearbeitet habe ich das schon gemacht so. Und wir werden auf jeden Fall jetzt weiterbauen. Also wir werden jetzt richtig das Lager jetzt, ich hoffe, wir werden es sogar auch schaffen, das heute in dem Video. Und Leute, ich muss auch wirklich sagen an mein DJP, der ist gerade hier ein Spawner. Ich muss auf jeden Fall an dich sagen, Dankeschön an dich. Du uns jetzt gerade unterstützt hast, wegen dir haben wir sehr viele Kisten jetzt bekommen, Leute. Wir haben uns hier gerade vorbereitet und so, das brauchen wir jetzt hier alles gleich. Und wegen mein DJP könnte ich ja auch ein paar Schilder und ein paar Kisten und so noch machen, weil er für mich mal Holz besorgt hat. Fand ich richtig nice. Schreibt einfach mal irgendwann für ihn rein. Und ich würde sagen, Leute, wir werden auf jeden Fall wieder einen Zeitraffer machen. Und ja, wir werden auf jeden Fall das erstmal jetzt hier unten aushöhlen, weil das Lager werden wir hier unten machen. Hier oben kommt sozusagen der Shop hin. Und ja, Leute, Knox, möchtest du noch irgendwas am Anfang sagen? Oder erstmal nichts? Okay, Leute, da würde ich einfach sagen, wir lenken jetzt mit dem Zeitraffer los und viel Spaß mit dem Zeitraffer jetzt. I'm
So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt hier schon ausgehöhlt. Ich kann euch das nochmal ganz kurz zeigen, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon ein bisschen die Vorlage gemacht. Wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen einsortieren und natürlich auch werden wir die Kisten aussetzen, Leute. Ich weiß es noch nicht, wie wir das jetzt machen wollen, Knox. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, wie wir die Ausgänge haben. Wie würdest du das jetzt sagen, wie wir das machen wollen? Ich weiß nicht, warte, ich gebe dir hier mal ein paar Kisten. Dann können wir ja schon mal... Leute, ihr könnt auch mal Tipps und so alles in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt das erste Video, wo ich das jetzt mal austeste und so. Also, ihr habt ja auch gesagt, mit Zeitraffer und so. Aber schreibt mal unbedingt mal eure Meinung erstmal in die Kommentare und so. Und wenn das Video irgendwie noch ein bisschen nicht so ist, wie ihr es wolltet, dann schreibt es auch gerne rein. Und was ich nochmal auch sagen muss, ist, Leute, die Decke werden wir auf jeden Fall später machen, weil wir die aus Stein machen wollen. Aber wir haben jetzt gerade keinen Stein mehr. Nur mal so als Info für euch so. Und ja, die Kisten, Leute, ich habe jetzt einen riesengroßen Cut gemacht. Und zwar, Leute, ihr habt jetzt zuletzt jetzt das gesehen, wir fertig wurden jetzt mit unserem Lager, beziehungsweise mit den Aushöhlen, Leute. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Eisen jetzt suchen, weil wir Redstone-Kisten und so alles brauchen, Leute. Und deshalb bin ich jetzt einfach auf CB10 gegangen, in die Farmwelt. Und ja, warum schreibst du mich gerade über Labelbot an? Was ist? Okay, Knorks ist gerade ausgeteilt. Bin ich noch im TS? Nein, bist du nicht. Der ist gerade ausgetimt, Leute. Aber ist auch egal, Leute. Ich werde dann, wenn wir jetzt weiter Eisen farmen, das würde jetzt nicht gehen, okay. WTF schreibt er, okay. wir können auch gerne mal eine Folge machen, wie wir farmen und so gehen. Könnt ihr auch lustig werden oder so. Könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare und so alles das mal reinschreiben, Leute. Aber auf jeden Fall, jetzt gerade müssen wir mal ganz notwendig jetzt mal Eisen farmen, Leute. Weil wir Redstone-Kisten und so alles auch mit brauchen. Hier geht's gerade nach oben. Weil ich bin gerade in einer riesengroßen Höhle drinnen. Das ist gerade richtig cool gerade. Knox hat auch gerade noch richtig viel Eisen auf Zitwit Extrem und so alles geholt. Ich bin jetzt in der Farmwelt jetzt. Und ja, Leute, ihr könnt ja gerne wirklich mal eure Meinung jetzt in den Kommentaren jetzt machen. Ja, Leute, ich würde was sagen, ich werde jetzt noch ein bisschen Eisen jetzt farmen, Leute. Und ich würde sagen, wir werden uns auf jeden Fall jetzt gleich wieder auf dem Citybuild-Server sehen. Und ich würde sagen, bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind jetzt wieder auf CB1, Leute. Wir können jetzt auf jeden Fall weitermachen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ganz viele Truhen jetzt mit am Start. Wetzen-Truhen und normale Truhen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall nochmal einen Zeitraffer reinmachen. Und ja, ich denke mir mal, wir werden auf jeden Fall jetzt weitermachen. Und ja, Leute, ich denke mir mal, das wird ein bisschen wirklich schwierig werden, das Video zu schneiden. Weil die Sache ist, wir sind zum Beispiel jetzt bei 1 Stunde 13 Minuten. Das Video muss ich circa 20 Minuten so circa in der Drehe schneiden, Leute. Wird ein bisschen schwierig werden. Aber ist aber egal, Leute. Ihr könnt mir ja Tipps und so alles reinschreiben. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Zeitraffer rein wieder. Wie wir jetzt die Kisten platzieren. Und ich denke mir mal, wie wir auch das einsortieren. Aber ich denke mir mal, das werden wir aber vielleicht heute aber auch nicht machen. Mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen mit den Kisten platzieren. Wir brauchen ja auch dann bestimmt alle Kisten müssen dann auch fertig sein, wenn wir mit sortieren anfangen möchten. Und ja, ich würde sagen, bis gleich, Leute. Und ja.
Leute, ich würde auf jeden Fall mal sagen jetzt, wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende des Videos, Leute. Weil, Leute, wie das mit den Kisten einlagern und so, also dieses Einsortieren und die Schilder und so platzieren, das würde ich auf jeden Fall sagen, wir das dann extra machen. Knox ist gerade ausgetimt. Ich werde auf jeden Fall jetzt ganz kurz warten, da haben wir ihn auch schon wieder. Ich würde einfach sagen, wir werden auf jeden Fall das Video an dieser Stelle beenden, ne? Und ja, weil unsere Laune ist gerade ein bisschen weiter unten, Leute, weil ich finde das gerade, ich finde solche Videos gerade richtig stressig, Leute. Wirklich mir mal Tipps und so alles mal reinschreiben in die Kommentare, wäre mal richtig nice, Leute. Und ja, schaut unbedingt mal bei diesem lieben Knox fantastisch vorbei. Und willst du noch irgendwas sagen, Knox? Okay. Leute, wie es gerade aussieht, bei Knox geht gerade gar nichts, weil sein PC auch gerade irgendwie total gerade abstürzt, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich beende jetzt einfach selber mit Knox. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, guckt auf jeden Fall bei Knox auf jeden Fall vorbei. Wäre richtig nice, Leute. Abonniert ihn auf jeden Fall auf YouTube. Und natürlich tut ihn auf jeden Fall bei Instagram folgen. Das wäre richtig nice. Und so wie auch bei mir, abonniert gerne mich auf YouTube. Der tut mal übertreten. Hashtag SamMaximeArmee. Und Leute, wie gesagt schon, schreibt mir auf jeden Fall Tipps rein und so. Also so sieht das Lager jetzt auf jeden Fall jetzt aus, Leute. Ich denke mir mal, ist eine coole Sache jetzt. Und ja, Leute. Wie gesagt, auch Leute, in der Videobeschreibung ist ein Download-Link. Guckt gerne mal, darf mal vorbei. Und der schreibt jetzt Tschüss YouTube. ist ein bisschen blöd jetzt bei Knox jetzt. Aber Leute, drückt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Download-Link zu diesem Hashtag. SamMaximeArmeeCape. Ladet uns gerne runter, das wäre richtig nice. Und ja, jetzt wollte ich nur sagen, habt einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt cool. Und